Gestern noch Vision, morgen Realität. 4 Tage lang die Zukunft erleben. Auf der Automatica in München. Willkommen zu Tag 2. Auch heute zeigen wir Ihnen spannende Innovationen von Top-Herstellern und Start-ups. Außerdem, die Politprominenz will erleben, wie die Produktion der Zukunft aussieht. Unsere Daily Highlights. Auf der Sonderfläche AI Society geht es darum, wie Robotik und künstliche Intelligenz unser privates, berufliches und gesellschaftliches Leben grundlegend verändert. Auch die ethischen Fragen rund um die Themen werden gestellt. Keine Frage, die Automatica ist auch für die Politik von großer Bedeutung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder setzt auf die Technologien von morgen. Ich bin tatsächlich seit meiner Jugend ein begeisterter Fan von Technologie und glaube an die Möglichkeiten der Zukunft. Ich glaube nicht, dass die Zukunft negativ wird, sondern wir können mit den neuen technologischen Prozessen, die durch Forschung, Wissenschaft und einer ständig neuen Generation von jungen, aktiven Wissenschaftlern, Wissenschaftlern kommen, unsere Welt besser machen. Und auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist von der dynamischen und zukunftsorientierten Branche begeistert. Als Wirtschaftsminister geht einem natürlich das Herz auf, wenn wir hier durchgehen und sehen auch die praxistauglichen Anwendungen. Also wenn ich jetzt nicht weg müsste, ich würde den ganzen Tag da bleiben und würde mir die Dinge anschauen und vielleicht kaufe ich mir am Ende gleich so einen Roboter, weil es mich einfach so überzeugt. Also das ist die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Bayern bis in das Handwerk hinein, bis in den Privathaushalt hinein. Wird am Ende der Roboter menschliche Arbeit übernehmen und unangenehme Tätigkeiten besser machen, als wir es heute machen. IGUS präsentiert Rebel. Der erste Roboter aus Hochleistungskunststoff ist für die Mensch-Roboter-Kollaboration vorbereitet. Rebel wird durch den Kunststoffeinsatz besonders leicht, kostengünstig und ist durch den Wegfall von Schmiermitteln für den Food-Bereich geeignet. Fraunhofer macht Robotik für alle, auch für Menschen ohne Roboter-Expertise und ohne Programmierkenntnisse. No-Code-Roboter-Teaching ist das Motto. Der Clou? Der Roboter wird per Fingerzeig eingestellt. Neue Programmierung und komplizierte Programmiersprachen waren gestern. Wir zeigen und sagen, was der Roboter machen soll. Und dann einfach ohne zusätzliche Sensorik am Körper, mit meinem Finger oder mit meinen Gesten, kann ich dem Roboter sagen, zum Beispiel, was er machen soll, Punktaufnahme, Punkt hier, Linie fahren, Linienaufnahme. Und dann der Roboter kann komplett diese Aufgabe wiederholen. Schunk stellt seine neue bio-inspirierte Greiftechnologie vor. Und die wurde inzwischen sogar mit dem Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt ausgezeichnet. Nachhaltigkeit at its best. Das neue Besondere an dem Atheso-Greifer ist tatsächlich, dass wir komplett energiefrei greifen können. Das heißt, wir brauchen zukünftig gar keine Energie mehr. Weder ein Vakuum, noch Pneumatik, noch elektrische Energie. Wir sind hier komplett energiefrei unterwegs. Und das ist natürlich ein riesen Gamechanger auf dem Markt. Die Sonderfläche Machine Vision Pavilion ist auch dieses Jahr wieder ein Magnet für die Besucher. In Kooperation mit dem VDMA stellen hier internationale Unternehmen ihre Innovationen und intelligenten Systeme aus der industriellen Bildverarbeitung vor. Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Schauen, ob er immer noch besser ist als die Roboter, wollte heute auch Weltklasse-Tischtennisspieler Timo Boll. Am Ende war der zweifache Weltcupsieger aber erleichtert. Also da werden die Roboter schon noch ein bisschen brauchen, um mich wirklich zu schlagen. Und damit sind wir bei den Daily Talents. Unser Startup des Tages ist Micropsy Industries, ein Komponentenlieferant. Das junge Unternehmen automatisiert, was bisher nicht zu automatisieren war. Was wir vertreiben und entwickeln, ist eben eine KI, die die Roboter dazu befähigt, in Echtzeit eine Hand-Auge-Koordination zu haben. Das bedeutet, dass Handarbeitsplätze, wo heutzutage noch Handarbeitsplätze nicht automatisiert werden, weil entweder die Lösung technisch zu komplex ist oder nicht kosteneffizient automatisiert werden kann, dass wir dafür sorgen, dass das eben möglich ist, weil wir eine flexible Kameralösung einsetzen, die sozusagen robust und in Echtzeit auf unvorhergesehene Varianzen reagieren kann. Das waren unsere Daily Highlights von Tag 2. Wir sagen danke fürs Reinschauen und verabschieden uns mit einem Blick in die Zukunft von Patrick Klingler. Wir können heute schon wahnsinnig viel machen. Das Problem heute sind nicht irgendwie mangelnde KI-Methoden, sondern die KI-Methoden richtig anzuwenden. Wenn wir jetzt aber mal nach vorne gucken, was kommt als nächstes, so ein bisschen Glaskugel lesen, man sieht so kurzfristig echt spannende Entwicklungen in der Bildverarbeitung, in der Sprachverarbeitung. Wo es genau hingeht, ist natürlich schwierig zu sagen. Was ich aber sicher sagen kann, ist,
dass KI sich mehr und mehr in unseren Alltag einweben wird. Wir werden alle mehr und mehr mit KI interagieren. Sei es ganz offensichtlich mit sowas wie Sprache, ne, sowas Alexa, Siri, Google Home und Co. Oder auch so ein bisschen subtiler wie personalisierte Werbung. Aber Interaktion mit KI wird zunehmen, im privaten und im geschäftlichen Alltag. Das kann ich mit Sicherheit sagen als Ausblick.